unter Druck. Mehrere europäische Länder kämpfen mit steigenden Infektionszahlen. Es gibt wieder Lockdowns und politische Konsequenzen. Im Studio analysiert Andreas Pfeiffer. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Im Nationalrat laufen die letzten Beratungen über das neue Corona-Gesetz, aber schon wieder gibt es Kritik. Die Regierung könnte einen kompletten Lockdown ohne Ausnahmen verhängen, warnen FPÖ und NEOS. Und das Bundesheer bekommt 18 neue Hubschrauber um 300 Millionen Euro aus Italien. Das Wetter morgen bringt Sonne und einzelne Regenschauer. In Europa steigen die Corona-Zahlen und damit werden auch die Maßnahmen teilweise deutlich verschärft. In diesem Studio hier haben wir zuletzt viel mehr Zeit als sonst verbracht, denn wir haben geprobt und getüftelt für eine frische Version der Zeit im Bild. Und die können Sie sehen, ab kommenden Sonntag, da wird die ZIP eben ein wenig anders ausschauen und auch ein wenig anders klingen. Wie? Das zeigen wir Ihnen jetzt schon. Größere Schriften, moderneres Design, neu arrangierte Signation. Die Zeit im Bild geht ab Sonntagabend in einem optisch und akustisch neuen Rahmen auf Sendung. Live-Schaltungen zu ORF-Reportern und Korrespondenten sollen in Splitscreens den Zuseherinnen und Zusehern mehr Überblick verschaffen. Gedreht wurde an einigen kleineren Schrauben. Es ist eine Weiterentwicklung, eine Lesbarkeit der Schriften, eine Verbesserung der Grafiken. Das Publikum soll ja dadurch nicht irritiert werden, sondern ein insgesamt besseres Erlebnis haben. Ich glaube, dass es gut angenommen wird, weil es gerade in Zeiten, wo die Entwicklung so rasch vor sich geht, unerlässlich ist, immer wieder an diesen sprichwörtlich kleinen Schrauben auch im Informationsbereich zu drehen. In den vergangenen 65 Jahren sind mehr oder weniger nur Name und Qualitätsanspruch geblieben. Sonst hat sich in der Zeit im Bild, der seit jeher meistgesehenen Nachrichtensendung des Landes, viel verändert. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ab Montag ersetzt unter anderem ein neuer Wirtschaftsteil in der ZIP 13 den traditionellen Börseblock. Was wir machen, ist keine Revolution, sondern eine Evolution. Das heißt, wir entwickeln unsere Produkte weiter in Richtung Konsumierbarkeit. Mit neuem Namen und Studiodesign präsentieren sich ab Montag auch die beiden chronikalen Infomagazine. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind.